Damit die noch. Und du bist der Letzte. Ja, das Letzte. Ja, wenn ich schon warten muss, dann kann ich auch gerne die Sandleute abschlachten. Na ja, gut. Sind sie alle oben? Ja, wieso nicht, ne? Samt Kinder, du bist doch ein Sith. Nicht vergessen. Ja, dafür bist du ja ein Damage-Dealer auch. Nicht nur Sith, oh, auch Damage-Dealer. Da hast du sogar etwas bekommen. Cool. Rätselhafter Fokus. Also, was es jemand brauchen könnte. Nee, lieber nicht, das ist mir zu rätselhaft. Was hab ich denn eigentlich? Ich hab Fokus, ich müsste das vergleichen. Dann gebe ich's dir mal, dann kannst du mal anschauen. Ja, jetzt nicht. Ach Gott, ey, jetzt sind da oben diese Idioten, die gegen mich kämpfen wollen, ey. Oh Gott. Das sind nicht wenig, die hier sind. Und ich dachte, ihr könntet mich besiegen, mich den allmächtigen dunklen Art. Moment, falsches Spiel, ich bin echt mal tot im Ort. Hä? Ich hab doch. Oh, Moment. So. Bin mal geheilt. Danke. Andronikus muss anwesend sein. Och. Hä? Yay. Hä? Ich kann Andronikus nicht rufen. Du musst deinen Andronikus wegmachen. Ach so, Moment, Moment. Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, habe ich nicht. Ich habe mir eben geschockt. Damit er sich ein bisschen beruhigt. Uzzah. Du nennst mich gestörter Sith? Locke noch weiter. Kann ich leider nicht. Ich habe gesehen, wie euresgleichen in imperialen Gefängnissen vorgeht. Ein Sith-Folterer mit einer Fingernägelsammlung von Gefangenen wird vernichtet, weil Darth Sun so und so sein Anblick nicht gefällt. Die kränksten Monster der Galaxis, die Sith. Ihr habt eure Grenzen überschritten. In Ordnung, kein Grund zornig zu werden. Ich spreche nur aus, was ich sehe. Vergessen wir einfach, was ich gesagt habe, okay? Ich vergesse niemals. Dann werde ich auf der Hut sein. Verschwinden wir jetzt endlich von diesem Felsen. Nicht so voreilig, Pirat. Ich merke schon, dass ihr nicht viel von mir haltet, aber das macht mich nicht nutzlos. Ich bin ein verdammt guter Pilot und habe Kontakte, in die ein Sith alleine niemals kommen könnte. Ihr bestimmt die Regeln, ich stelle keine Fragen. Ich bestimme die Regeln und ihr wagt es nicht, das zu vergessen. Das fasse ich als Ja auf. So, ich habe jetzt einfach mal vorgelesen im Dialog, dass Chaos das auch mitbekommt. Okay. Dankeschön. Glückwunsch zu deinem Mitglied. Was für ein Mitglied? Ja, du hast das neue Mitglied. Der ist jetzt, ach, bei dir in der Truppe. Ich dachte, der verschwindet. Ja, ich wollte dich ein bisschen veräppeln. Egal, der Typ interessiert mich eh nicht. Begib dich zum Hangar, dein Schiff auf Tatooine. Da können wir uns eigentlich hin teleportieren. Treibs und Kantine. Hey, dann sind wir mit Tatooine fertig und dann geht's ab nach Alderaan. Yeah!
Ich würde gerne raus hier. Danke. Voll übergelevelt für die Mission. Seid doppelt so stark, als die Grenze es erlaubt. Ja, die ist bei 30 und ihr seid schon doppelt drüber. Ja. Bist du etwa eifersüchtig, weil du das nicht bist? Ja! Warte mal, gib die Mühe! Genau! Wir haben doch einen immensen Vorteil, ich krieg den XP, wenn ich keine bekomme. Diese XP-Event gibt's doch gar nicht. Ach so. Nein, es gibt keine XP-Event. Die ist schon vorbei. Seit 2 Tagen. Oder 3. Meint jetzt, dass ihr XP von eurer Story-Quest bekommt, wenn ich die nur dann kriege, wenn ich Beine habe? Ach so, meinst du das? Okay. Ach so. Hier haben wir eine Quest, aber die nehmen wir nicht an. Wir warten hier einfach mal auf Ruffy. Also bei mir ist er rausgegraut, das Symbol. Das ist eine Heldenmission, haben wir schon gemacht. Ich bin schon hier im Hangar, ich brauche nicht auf mich warten. So, gehen wir jetzt in Chaos Sonic Schiff erstmal oder geht jetzt jeder seine eigene? Ja, wir müssen. Begib dich zum Hangar deines Schiffes auf Tatooine. Na gut. Dementsprechend gehe ich zu meinem Schiff, wenn man mich mal lassen würde. Wir könnten Chaos seine Story da doch eh nicht sehen. Dann flicke ich schon mal vorab. Treff euch dann auf Alderaan. 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 Also den Planeten kenne ich auf jeden Fall nicht. Das sagt mir absolut null. Tatooine wusste ich noch. Oh, das kann man einfach besprengen, das hat jeder gesehen. Ich habe Andronikus zurückgebracht! Ja, habe ich auch gewählt. Eine gute Leistung. Du hast deine Zeit auf Tatooine gut genutzt. Nomen Kars Palawan, Jessa Wilsam, ist jetzt keine Unbekannte mehr. Ich bin hoch erfreut. Welch ansteckender Enthusiasmus. Als ob ich mit dem flirten will. Umgegangen bist, war eine klare Botschaft an unsere Feinde. Ich flirte doch nicht mit dem, ich flirte nur mit gut aussehenden Männern. Wissen jetzt, dass sie sich nicht verstecken können. Das mag der Meister und diesen begabten Padawan wird es in die Knie zwingen. Ich kann es kaum erwarten, sie in die Finger zu bekommen. Ich glaube, der Augenblick ist nicht mehr weit. Bleibt nur noch Alderaan, die Heimat von Jessa Wilson. Ich gehe Schrecken verbreiten. Gib dich schnell dorthin. Ich melde mich, wenn du dort bist. Chaos Sonic hat den Erfolg Guru in den Dünen abgeschlossen. Sehr schön. Schüler, wie ich sehe, bist du auf Alderaan gelandet, dem Heimatplaneten von Jessa Wilsam. Nomen Kaar hat sie dort gefunden. Ausgezeichnet. Du wirst so viel wie möglich über diese Padawan-Schülerin herausfinden und jeden vernichten, den sie dort liebt. Mit absoluter Sicherheit. Ich hoffe, deine Ergebnisse bestätigen deine Zuversicht. Unglücklicherweise ist dein Kontakt Yukendo aus dem Haus Thule durch die Bürgerkriegswirren auf Alderaan unzuverlässig geworden. Kendo sollte eigentlich Jessa Wilsams Familie für dich finden, doch er wurde anscheinend abgelenkt. Bring ihn zur Raison. Ich übernehme das. Kendo denkt sehr politisch. Die Konsequenzen seines enttäuschenden Handelns sind ihm nicht bewusst. Wenn er sie begriffen hat, wird er kooperieren. Du findest ihn in den Regierungsräumen des Hauses Thule. Beeile dich.
Auch eine schöne Musik auf Alderaan. Hm? So richtig asiatisch angehaucht. Ich musste erstmal Dingensgespräche führen. So, jetzt kann ich mich auf nach Alderaan machen. So, wo ist der Ausgang von diesem blöden Schiff? Hier ist schon mal auf jeden Fall nichts. Das hier scheint der Ausgang zu sein. Yay, Ausgang. Juhu. Warte, Redebedarf. Ist der Andronico oder was? Ja. Andronikos, ja. Ja, mit dem habe ich gerade 3 Gespräche geführt und der will immer noch quatschen. Da bin ich. Boah, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Wie viele Gespräche hattest du? Ich hätte jetzt 4, ich will noch mehr. Ja, Ich habe keine Lust mehr. Wenn es mal ein hübscher Kerl wäre, aber nein, ist er nicht. Kannst du hier versuchen, einen Chaos ranzuschmeißen, aber der beachtet uns ja nicht. Ja, wirklich, nicht mal Komplimente bekommen, wie hier zu hören. Nee, also das ist wirklich schlimm. Vorhin ein Surrend. Wann? Hab ich nicht gehört. Wann war das denn? Auf Tatooine. Aha. Hab ich was verpasst? Hab ich anscheinend auch verpasst. Ich bin gleich da, ihr geilen Säcke. Hast du gerade eine Frau als Sack bezeichnet? Frauen haben auch Säcke. Die haben Eierstöcke. Oh Gott, ey. Ja, was? Too much details. Ja, wieso? Das ist doch normal, Sexualkunde und so. Für den Imperator. Seid gegrüßt. Ich überbringe die besten Wünsche von Moff Sarek, dem Offizier, der für die Annektierung dieses Planeten verantwortlich ist. Er möchte mit euch reden. Ich verlange einen Statusbericht. Ich maße mir nicht an, darauf zu antworten. Also nicht. Der Moff kann euch das selbst erklären. Alter, was habt ihr denn für Zahlen? Ich hatte gehofft, einen von euch zu treffen. Was für ein unerwarteter Glücksfall für das Imperium, euch alle an einem Ort versammelt zu sehen. Ich gehe davon aus, dass ihr euch nicht für die Feinheiten der hiesigen Politik interessiert. Also werde ich mich kurz fassen. Das Imperium will Alderaans Erbfolgestreitigkeiten ausnutzen, um den Planeten zu übernehmen. Und ich biete euch die Gelegenheit, dabei eine zentrale Rolle zu spielen.
Ich brauche Details, bevor ich meinen Hals riskiere. Der Thronerbe Alderans wurde vor kurzem ermordet. Direkt nachdem er dem Schutz der Republik entsagt hat. Auf dem Planeten herrscht Bürgerkrieg. Und zum ersten Mal seit Tausenden von Jahren sind die Armeen der Republik nicht hier, um für Ordnung zu sorgen. Das ist eine lange Zeit. Wurden Sie von der Republik wirklich aufgegeben? Die Republik hat hier genauso Stellvertreter wie wir. Wir haben uns mit dem Haus Thul verbündet. Das Haus wurde vor 60 Jahren nach einer gescheiterten Machtübernahme ins Exil geschickt und hat sich nun an uns gewandt. Leider sind sie zu schwach, um zu tun, was nötig ist. Was genau ist meine Aufgabe? Jarad, einer der Thul-Lords, besteht darauf, Alderans Regeln zur zivilisierten Kriegführung zu befolgen. Ich möchte, dass ihr ihm zeigt, dass Krieg nichts mit Zivilisiertheit zu tun hat. Einige Vasallen des Hauses Thul haben rebelliert, nachdem Thuls Verbindung zu uns bekannt wurde. Das können wir nicht hinnehmen. Nehmt ein Sklavenhalsband von meinem Mitarbeiter hier und zerrt einen dieser Rebellen vor unseren willensschwachen Lord Thul. Tötet den Rest und lasst sie liegen. Diese alderanischen Jammerlappen werden darum betteln, dem Imperium dienen zu dürfen. Diese Lords von Alderan müssen ihren närrischen Stolz verlieren. Wer sich nicht beugt, wird gebrochen. Er hat auf jeden Fall einen Standpunkt. Schönes Imperium. Und mit dem Hausband müsste er wetten, sehr gut bekommen. Kannst du hier hinlegen, anlegen? So, was machen wir als erstes? Haben wir hier so ein Heldenmissionsterminal? Ja, hier. Das hier. Gut, dann würde ich sagen, abarbeiten wir erstmal die Heldensachen wieder. Gut, wie aber üblich. Nur 6 Stück. Geht schnell. Nur, das ist doch relativ viel, da sind ja auch wieder die Kisten. Na gut, dann wieder Beschlagnahme Druiden. Fuck! Was? Nicht? Er wollte es einfach nur mal sagen. Ja. Chaos, was sagst du dazu, dass wir jetzt nicht mehr doppelt so stark sind? Ja, Scheiße. Aber wir sind immer noch zu stark für das Spiel. Autsch. Dieser Sack hat mich zu sich gezogen. Der ist geil. Chaos, beschützt deine Frau. Er hat dich gesehen und sagte, oh, frisch Fleisch. Ach nee, nicht schon wieder. Was denn? Ich hab wieder den Anzeigenbug. Oh nein. Nein. Wie kommt das? Weiß auch nicht. Das kannst du uns doch nicht antun, oder vielmehr ihm, Spiel. Muss ich halt dann nach der Mission kurz nochmal ausloggen. Ja. Okay. Ich glaube, hier eine Kiste. Da ist eine Kiste. Dann ist es deine. Ja! Schnapse dir. Mach ich. Oh, come on. Auf zu heilen. Bestimmt eh wieder so Ranzen oder so. Ja, nichts, was man gebrauchen kann. Ja. Na gut, dann gehen wir mal die Kiste holen. Ein Schädel und ein Ranzen. Jetzt trägst du einen Totenkopf mit dir rum. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
Kann ich gut gebrauchen. Falls du in Zukunft mal Schamane mehr werden willst, oder? Genau. Der Plan. Wir haben uns gesehen. Na toll. Ich werde so hier hinter das Boot. Hallo? Du bist hin und her geworfen, ey. Alter. Ist okay. Blöde Roboter. Super blöde Roboter. Ultra blöde Roboter. Genau. Oh, ich glaube, Raffi liegt fast schon im Sterben. Ja. Ich werde nicht geheilt. Jetzt aber. Komm, putt. Ich bin's nicht gewohnt, dass ich hier auch schon in Heilung gehen muss. Das ist ein bisschen abnormal. Ja gut, das sind aber auch Heldenmissionen, also bei denen kann man's verzeihen. Trotzdem bin ich nicht ganz so gewohnt. Naja gut. Wir haben's ja überlebt. Da kann man Bumm machen. Nur gebracht hat's nicht so viel. Nee. Echt jobsen. Ja, da ist die Bonusmission. Ganze 30 Stück. Da kriegen wir. Das kriegen wir. Drei von 30, ey. Raffi fällt bei mir wieder durch den Boden. Dann muss auch weiter am rumrutschen. Achso, ah, ihr müsst alle. Was? Was? Irgendeine Fremdsprache. Wakamaka Mutske. Oh, wanna. What the hell? Wie bist du hierher gekommen? Kriegstreue Prototyp. Egal, er ist tot. Es war ja noch ein Prototyp. Keine große Gefahr. Neun von 30. Na, den habe ich ganz knapp verfehlt. Wetterwarnung, Gewitterstürme. Und dort.
Dann hat man auch gewarnt, es gibt heute auch noch Hagel. Okay. Okay, du hast einen Skill, der dich hageln lässt? Ich bin einfach runtergefallen mit dem Sprungangriff. Okay. Da ist noch einer. Ach, shit. Wie hat der denn überlebt, ey? Taucht hier wieder einer auf, ne? Ne, diesmal nicht anscheinend. So, wieder Zeug bekommen. Zeug, was man nicht braucht. So, noch 6 Ziele, wunderbar. Wird das auch erledigt? Jinga. Kunta Chuta Kasuyali Kulira Kanki Kum. Una Gutaka Pola Kupi to Opra Jiruni Pibuka. Ey, Druidenhilfe! Als ob wir vor euch Angst hätten. Und jetzt bin ich auch 60. Yay. Jetzt wirklich alt, Chaos. Ja. Noch 5, noch 7 weitere Level-Ups und dann muss ich in Rente gehen. Ja, ich auch. Nur kommt vor. Dann musst du mal aufhören. So. Passiert. Dann ist das Projekt dort leider vorbei. Ja. Habt ihr den Countdown? Liebe Zuschauer. Ich nehm das mal mit. Okay, ich muss doch nicht mehr reloggen. Es hat sich von selbst behoben. Ach, schön. Boah, ich kann was gebrauchen. Boah. Lieber Herr. Yay! Das. Was ist das? Das da kann ich nicht gebrauchen, okay. Was ist das da? Kann ich nicht gebrauchen. Das kann ich aber meinen Gefährten geben. So, was haben wir in der Kiste? In der Kiste habe ich Zeug. Das da. Rüstung kann ich nicht gebrauchen. Das da kann ich auch nicht gebrauchen. Ich kann nichts mit kritischem Trefferwert anfangen. Ruffy, du brauchst noch ein Schild, oder? Ich hätte sonst eins für Level 55. Warte. Ach ja, du wolltest mir auch noch den Fokus zeigen. Dann sag ich mal... Schild. Moment. Was für ein Gegenstandswert hat der? Was sieht man das?
bei Fox, also Wert 180, wenn du das meinst. Bitte, wie viel? 108, nein, Entschuldigung. Wo ist es wieder? Da, ja, doch 168. Ja, klingt gut. Klingt gut. Aber ich habe mich schon teleportiert zur nächsten Heldenmission. Ja, dann ja, machen wir gleich. So, Chaos, du hattest mittelschwere Rüstung, oder? Ja. Moment, was war das mit der mittelschweren, was ich jetzt habe, gerade hier hatte? Da. Gegenstand, der Gegenstand ist gebunden, na toll. Nee, das kann ich nicht gebrauchen. Okay, dann schmeiß ich's in den PC. So, Moment, jetzt rüste ich aber nochmal eben kurz meinen Gefährten um. Das kann er gebrauchen. Das kann er auch gebrauchen. Das ebenfalls, du kämpfst mit Blastern, du brauchst sowas nicht. Du kannst dich schon teleportieren, Chaos, du musst nicht auf mich warten.